Hallo Leute, ich bin Alex von German Bell Talk und heute habe ich eine der interessantesten Bell News seit Ewigkeiten. Denn bei der Raw-Ausgabe vom 23. April 2023 ist es passiert. Nach knapp 6 Jahren, nach 2017 und der Enthüllung des Universal Championships, gibt es nun einen neuen World Title. Der Draft steht bevor und mit ihm wird Roman Reigns seine Titel zu einem der beiden Brands nehmen. Der andere bekommt einen neuen Titel, einen neuen World Heavyweight Championship. Und wie geil ist das denn? Ein neuer World Heavyweight Championship. Und ja, er sieht fast so aus wie der alte. Und wie genau? Das sehen wir uns jetzt mal an. Das ist er also. Der neue World Heavyweight Championship. Wahnsinn, es ist tatsächlich die WWE, die neue WWE-Variante des Big Gold Belts. Und Big und Gold, das steht hier tatsächlich sowas von im Vordergrund. Wir haben, nur damit ihr das mal kurz wisst, wir haben eine 10 mm Plate-Stärke, das ist Wahnsinn. 10 mm sind die Plate-Stick. Die normalen Replikas haben jetzt immer so um die 5. Das heißt, der ist einfach doppelt so dick. Das ist Wahnsinn. Die Höhe dieser Main-Plate beträgt 27 cm, ist damit nur 3 cm kleiner als die von dem alten Big Gold. Es ist einfach Wahnsinn. Dieses Ding wiegt 9 Pfund. Das sind knapp 4 Kilo. Das ist Wahnsinn! Das ist sowas von Wahnsinn. Und wir gucken uns den jetzt nochmal an. Das ist übrigens das beste Bild, was aktuell kursiert, nämlich direkt aus dem WWE-Shop. Wir haben also diese riesige goldene Mainplate. Und das sieht so cool aus. Es sieht wirklich fast exakt so aus mit diesen ganzen Verschnörkelungen wie der alte Big Gold Belt. Und den habe ich jetzt zur quasi nur nochmal zum Schauen nochmal hier dazugelegt. Also es gibt sehr, sehr viele Details, die sich hier wiederfinden. Was man tatsächlich nicht wiederfindet, das sind diese Moves, diese Wrestler hier auf der Seite. Auch auf den Sideplates findet man sie nicht wieder. Und natürlich, es gibt keine Nameplate, dazu kommen wir aber gleich nochmal dazu. Wir haben also diese riesige Mainplate, wir haben ganz viele silberne Steinchen ringsherum. Vorher waren die beim Big Gold rot und wir haben natürlich dieses riesige WWE-Banner mit dieser Weltkugel im Hintergrund. Und wenn mich das jetzt nicht alles täuscht, dann haben wir außerhalb der Platte quasi nochmal so eine Aufstockung. Dann kommt die Platte und dann kommt eben diese World Champion-Banner nochmal oben drauf. Also so sieht es hier zumindest aus. Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das merkt ihr wahrscheinlich auch. Es ist wirklich einfach der Wahnsinn, dieser Titel gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben keine Nameplate mehr, wir haben jetzt auch diese Sideplates, die man austauschen kann, auch hier in Schwarz-Silber gehalten natürlich und Gold. Die Platten, die Sideplates passen sich ein bisschen der Mainplate an, das heißt, sie sind nicht sauber geschnitten, sondern so ein bisschen, ihr seht es, die Mainplate geht ein bisschen nach außen, das heißt auch die Sideplates greifen das so ein bisschen auf. Und nach außen hin verjüngen sie sich etwas wieder und gehen damit wohl über in die Strap. Das gefällt mir richtig gut. Auch auf der rechten Seite seht ihr nochmal, dass da quasi so eine Basis ist. Dann kommt die Platte und dann sieht es so aus, als ob die Sideplates nochmal ein Stückchen weiter nach außen stehen. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich freue mich so sehr auf den Titel. Werden wir den wahrscheinlich auch holen. Wenn man ihn jetzt bestellt für $500, dann wird der am 31. Oktober erst verschifft. Das heißt, er würde dann in Deutschland so wohl um den 14., 15. November rumkommen. So ungefähr 2 Wochen kann man tatsächlich rechnen mit einer Bestellung aus dem WWE-Shop. Rabattierung wird es noch nicht geben bei diesem neuen Titel, auch nicht bei Premium-Live-Events. Ich werde trotzdem mal schauen und
falls ich da irgendwas erfahre, dann werdet ihr das auch erfahren, nämlich von mir. Ansonsten guckt euch nochmal diesen Titel an. Es ist einfach der Wahnsinn. Was sagt ihr denn zum neuen World Heavyweight Championship, zum neuen WWE Big Gold? Ich bin echt begeistert. Ich glaube, man hat es vielleicht ein bisschen gemerkt. Es ist einfach nach 6 Jahren der erste neue World Title bei WWE. Und jetzt, wie gesagt, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid vielleicht auch ein bisschen gehypt nun auf den Draft. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.